Dedeko unterwegs und wer die Dedeko kennt, weiß, dass die Dedeko dieses Jahr in einer neuen Location ist und wir schauen uns heute mal an, was sich verändert hat, was gleich geblieben ist und ob die Dedeko noch genauso cool ist wie früher. Wir sind jetzt einmal durch die Händlerräume durchgelaufen und im Vergleich zu den Vorjahren kann ich sagen, aus meiner Erfahrung, es sind nicht unbedingt mehr Händler geworden, vielleicht ein, zwei neue sind dazugekommen, aber manche Stände sind durchaus größer geworden und das ist eigentlich ganz cool. Wir sind jetzt gerade im Fotoraum und ich muss sagen, den finde ich richtig cool im Vergleich zu sonst. Also in der frühen Location gab es oben immer so die Fotoetage, wo es halt semi-gute Locations gab. Ich bin mal gespannt, was sich seitdem so